Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin MangiTheRuffy und wir sind heute wieder unterwegs im Stehlender Jäger Reborn. Und heute bin ich unterwegs mit den Harbringer MKV. Und da ist schon ein Raven aufgetaucht, der fährt aber fort. Wenigstens konnten wir schon mal ein paar Schüsse anbringen. Und da ist er wieder. Oh, jetzt schießt er sogar zurück. Jetzt hat er sich aber gedacht, er zieht sich gleich wieder zurück. Da er noch einen Schuss durchspringen konnte. Gut für mich. Kann ich erstmal weiter Ressourcen sammeln. Ah, jetzt ist er wieder aufgegangen. Ist auch weiterhin pflichtig. Aber ich glaube, ihm jetzt hinterher zu fahren, wird jetzt auch nicht viel bringen. Ich schaue vielleicht mal lieber, dass ich noch ein paar Ressourcen finde. Ja, das Wrack. Ich leider etwas übersehen. Da ist ein Heavy aufgegangen. Unschön. Da ist Schuss daneben. Ah, da bounce zum Glück. Den habe ich verschossen. Ist noch einer heute hinter ihm aufgetaucht. Just a scratch. Take this. Reporting penetration. Oh, es taucht dann noch einer hinter mir auf. Sehr schön. Aber wir konnten einen Kill machen. Doch der nächste, der auftaucht. Interessanterweise schießt er auch gleich auf mich. Obwohl der Raven erst in einer viel besseren Position stand. Naja, jetzt brauchen wir unseren Wiedereinstieg. Erstmal das Fahrzeug verbessern. Beim Wiedereinstieg tut mir so einsteigen, als ob man gerade angefangen hätte. Das heißt, am besten erstmal Gegnern aus dem Weg gehen und wieder neue Ressourcen sammeln, damit man dann wieder besser kämpfen kann. Kommt schon wieder der nächste Gegner. Gut, dass er sich heilt. Schlecht, dass ich jetzt noch die Kette getroffen habe. Aber jetzt treffe ich ihn richtig.
Zweiter Kill. Das Fahrzeug auch schon auf Stufe 6. Oh, wie man sieht, da unten ist ein rotes Viereck. Das heißt, einer der Bots. Die ich in dieser Runde noch gar nicht gefunden hatte. Schade, jetzt konnten wir noch zwei machen. Jetzt hat er das Problem, dass er im roten Bereich stande. Ja, jetzt steht er außerhalb. Jetzt ist aber mitten in der Giftwolke. Das heißt, entweder bleibt er da drin stehen und verliert seine Strukturpunkte. Oder ich kann ihn rausnehmen. Leider schalten wir das auch. Aber wir haben den dritten Kill gemacht. Läuft ganz gut die Runde. Nächste Gegner ist ein bisschen weiter weg. Außer natürlich, er kommt jetzt gleich zu mir gefahren, weil er gesehen hat, wo ich bin. Mache dann auch gerne die Gegner. Und ein Heavy gefunden. Das war der vierte Kill. So, jetzt sind wir wieder im gelben Bereich. Jetzt müssen wir uns ja sputen, dass wir rauskommen. Ich bin jetzt erst gelb geworden. Dauert ja immer einen kleinen Moment, bis das dann rot wird. Aber man will es nicht riskieren. Auch wenn man noch 10 Sekunden Zeit hat, dann das zu verlassen. Ich habe schon überlegt, noch das Blaue mitzunehmen. Die Blauen sind immer die wertvollsten, die man einsammeln kann. Oh, jetzt sind wir auch nur noch zu viert auf der Karte. Die Karte ist noch relativ groß. So, da ist ein Medium. Ja, jetzt muss er sehen, dass er rauskommt. Dort.
Ich habe das knapp überlebt. Oh, der Bereich da jetzt wieder gelb ist relativ groß. Ich habe ja nur noch drei Spielern. Ist das dann auch meistens der Fall, dass es dann auch schneller geht, aber. So, ich hatte mir überlegt, hier jetzt Nebel zu setzen. Weil der letzte ja auch in Richtung des blauen. Kit unterwegs war. Wie man es bezeichnen möchte. Und die anderen zwei wurden durch den roten Bereich zerstört. Ich gewinne die Runde, ohne nochmal jemanden angreifen zu müssen. Ich denke mal, der eine hat es gesehen gehabt mit dem Nebel und ist deswegen nicht durchgefahren. Weil der ist auch dort in der Nähe umgekommen. Der andere war zu weit weg, um in Sicherheit zu kommen. Die haben es einfach verpasst. Oder hatten sich vielleicht sogar gegenseitig angegriffen, Kette gezogen oder irgendwie und konnten deswegen nicht weiterfahren. Ich hatte die Runde sozusagen am Ende locker gewonnen. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Wenn euch diese Runde gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.